Wenn eine oder mehrere Firmen sagen, das hier soll das schnellste Gravelbike sein, müssen wir ja drüber reden. Und die Antwort ist natürlich klar, warum es das ist. Es hat keine Bremsen, kein Wunder. Jetzt aber im Ernst, das ist ja offensichtlich, dass dieses Rad keine Bremsen hat, weil es ein Concept-Bike ist. Concept-Bike, ja eigentlich kenne ich das hier nur von Autos, Concept-Car, irgendwie so Ideenstudien. Hier geht es auch um eine Ideenstudie. Sachen, die man kaufen kann, ist... Man kann diesen Rittlerrahmen kaufen, man kann die Handlaufräder kaufen und man kann von Keramic Speed wahnsinnig viel tolle, leichte Kugellager reinmachen. Also, das ist erstmal nicht so schwierig. Für Geld kann man einfach so kaufen, Produkte am Markt, und das wurde hier auch alles gemacht, alles optimiert. Ja, was ihr aber nicht kaufen könnt, sind diese Taschen von Apidura. Um die geht es jetzt mal, und ich finde eine Sache sehr, sehr interessant, deswegen habe ich gedacht, ich mache dafür extra nochmal ein Video. Wir haben das bei Instagram schon mal ein bisschen gepostet, aber jetzt bei YouTube auch nochmal. Wenn ihr Bikepacking-Taschen am Rad habt, ist ja klar, ist das Rad nicht so aerodynamisch als ohne diese Bikepacking-Taschen. Ja, und für die Bikepacking-Fraktion, die Schlafsack mitnimmt, Isomatte mitnimmt und sowas, das wäre ja das total falsche Setup. Also was macht das für einen Sinn, dieses Setup zu benutzen? Das Setup ist gedacht für die Leute, die unglaublich schnell fahren wollen. Ihr habt schon mal gehört, die Rennserien, die es da gibt, insbesondere Unbound Gravel in Amerika ist ja ein totaler Hype. Da geht es um Top-Speed-Geschwindigkeiten. Die Leute fahren da über einen 30er Schnitt. Und diese Taschen machen das Rad schneller, als wenn diese Taschen nicht an dem Rad sind. Ja, und da war ich ein bisschen stutzig. Wieso, weshalb, warum, worum geht es da genau? Und es gibt ja UCI-Regeln. An die müssen sich Rahmenhersteller halten. Das heißt, so richtig frei Formen machen, wie sie wollen, können sie ja gar nicht. Das geht ja schon mit dieser... mit dieser Diamantform hier, dass man das Sitzrohr nicht einfach weglassen kann, etc. pp. Also würde man Ridley fragen, würden sie hier viel mehr Fläche reinbringen, was dann nicht mehr ein UCI-legales Rad ist. Aber für Taschen am Rad gibt es momentan noch kein Regelwerk bei den UCIs. So, ja. Und diese Taschen, die haben hier, das ist noch momentan prototypmäßig aus 3D gedruckt, so einen Übergang zwischen Rahmen und Tasche, dass da nicht einfach nur ein Klett ist. Diese Taschen haben auch keinen Reißverschluss, sondern haben hier so einen Mechanismus, dass ich hier einfach so reinfassen kann, oben und unten, und hinten ist so ein Rolltop. Und durch diese Flächen, die da geschaffen werden, tja, zumindest habe ich mir die Daten durchgelesen, bei 40 Stundenkilometer, das ist nicht das, was meistens beim Rennen gefahren wird, die sind da knapp über 30, das war ja auch schon unvorstellbar schnell. Aber eigentlich sagt man, ja, bei 40 Stundenkilometer, wie viel Wattersparnis habe ich da so? Das ist ein Wert, den ihr bei vielen Laufradherstellern auch findet und so. Apidura hat gesagt, oder sie haben es gemessen im Windtunnel, ich nehme es mal so hin, 16,6 Watt Ersparnis bei einer Geschwindigkeit von 40. Tja, und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, auf 30 runtergerechnet, wären es wahrscheinlich knapp die Hälfte dann sein. Das geht ja nicht linear, aber das wäre so sicherlich eine Ersparnis zwischen 5 und 10 Watt. Bei 30 Stundenkilometern, das finde ich schon erwähnenswert. Und deswegen wollte ich euch mal das ganze Setup zeigen. Also es geht um die obere Tasche, die direkt hinter dem Vorbau ist. Es geht um diese Tasche in dem vorderen Rahmendreieck. Und um diese Tasche, die auch nochmal nach hinten das verlängert, mit ein bisschen Cutout am Reifen. Ja, und eigentlich gibt es von diesem Rad jetzt auch nicht mehr zu sagen, außer sie sind dran, das schnellste Gravelbike zu bauen. Nichts für mich leider, aber vielleicht für euch. Vielleicht in ein, zwei Jahren auch käuflich erhältlich. Warten wir's ab. Tschüss. Wow. Was war das? Nichts Schlimmes. Ich weiß, was das war. Mach dir keine Sorgen.